Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch drei Tins der Magitex 2009-2010 Serie. Drei verschiedene natürlich. Hier haben wir einmal Ibisevic drauf, Schweinsteiger. Die anderen zwei fallen mir jetzt nicht ein. Dann haben wir hier Dante, Özil. Wie hieß der nochmal? Da komme ich jetzt auch nicht drauf. Hier haben wir Kiesling. Ach, wie hieß der nochmal? Manchmal komme ich einfach nicht auf die Namen. Ist aber nicht so wichtig. In diesen Tins sind hier 35 Spielerkarten plus Spielregeln plus exklusive limitierte Auflage und Spielchip in jeder Tin. Ja, da würde ich sagen, kommt jetzt mal das Intro und dann schauen wir mal, was in den Tins sich verbirgt. Ja, heute drei Tins hier, drei verschiedene Tins der Magitex Serie von 2009, 2010. Ja, ihr wisst ja, dass ich Tins liebe. Ich habe ja auch die Pokémon-Tin heute Morgen gebracht. Wir starten hier mit der Tin, wo Kiesling drauf ist. Die machen wir erstmal auf Seite hier. So. Dann schauen wir mal, ob wir das so aufbekommen, aber ich mach's mir einfacher. Wir nehmen uns einfach hier das Messer und machen Schnippschnapp. Und auf ist sie. Ja, die drei Tins hier habe ich mir mal auf Amazon gekauft. Man kann sie, glaube ich, auch immer noch kaufen, aber ganz genau sicher bin ich mir nicht. So, das hier ist von oben. Die ist auch schön hier. Sieht man das? Das ist so eingeprägt hier. Das sieht man das irgendwie? Ja, ein bisschen, oder? So reingestanzt worden. Das war das Topps-Logo, Magitex Trading Card Game 2009 und das Bundesliga-Logo. Und hier sogar die Spieler sind eingeprägt. Das gibt's heute gar nicht mehr. Heute sind die einfach flach. Ja. Deswegen schon richtig geil. So, hier haben wir die Club-Logos aus der ersten Bundesliga. Köln, Leverkusen, Mainz, Gladbach, Bayern, Nürnberg, Schalke, Stuttgart und Wolfsburg. Dann haben wir hier Magitex draufstehen. Hier haben wir dann noch die restlichen. Hertha, Bochum, Werder Bremen, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, HSV, Hannover 96 und die TSG Hoffenheim. Ja, da war noch der HSV in der ersten Liga. So, dann öffnen wir mal das gute Teil hier. So. Ui. So. Das hier brauche ich nicht mehr. So, da haben wir hier den wie nenne ich das nochmal? Spielchip. Spielchip, genau. So, hier ist Spielchip. Ich glaube, die hatte ich auch in der Meisterschalen-Tin. Da war ja auch ein Spielchip drin. So, das ist die Rückseite. So. Die ist auch gar nicht so leicht. Die hat ganz schön Gewicht irgendwie. So, die machen wir hier nochmal rein. Aber wo holen wir uns dieses Pack hier? Wir lassen das mal so. Da lege ich gleich die Karten wieder rein. Und ja. So, das ist hier die blaue Serie. Also davon bräuchte ich irgendwie noch ein Starter-Pack oder irgendwie. Da habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, außer für 16 Euro. Aber ich bezahle keine 16 Euro irgendwie für ein Starter-Pack. So, oh, da ist schon die Limi direkt. Ach, egal. Wir haben hier die Limi von Ciao von Frankfurt. Was ist denn das? Die LE4 ist das hier. Also falls einer von euch weiß, wo man noch ein Starter-Pack bekommt hier von der Serie hier, dann schreibt es mal in die Kommentare.
Oh. So, wir haben hier das Club-Logo von Hoffenheim. So, die Limi legen wir mal extra. So, jetzt muss ich hier alles wieder sortieren. So, ist alles, ja. Einen Augenblick. Hier haben wir die Spielregeln, aber ja, brauchen wir nicht. So, okay. Es geht weiter mit Starspieler Thomas Broich. Die legen wir auch hier hin. Thomas Broich war hier nicht drauf, nein. Dann haben wir hier Neven Subotić von Dortmund als Starspieler. Dann hätten wir hier René Adler als Club 100. So sahen die Club 100 früher aus. Entschuldigung. Okay, Club 100 sahen so aus früher. Heute sehen sie, sage ich mal, eher besser aus, finde ich. Dann haben wir hier Matchwinner Felix Borja oder Borscher. Spielt er nicht immer noch irgendwo? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier von Hoffenheim Salihovic. Da waren sie noch ein klasse Team. So, da haben wir hier Andreas Johansson von Bochum. Ich muss immer gucken, ob da noch eine Karte drunter ist. Dann haben wir hier Michael Katletz von Leverkusen. Dann hätten wir hier Angelos Charisteas von Nürnberg. Dann haben wir hier Philipp Bönig von Bochum. Dann hätten wir hier Sven Bender von Dortmund. Alter, warum bekomme ich die so schlecht auseinander? Ist das, weil die schon so alt sind? Aber so alt sind die doch noch gar nicht. Naja. Dann haben wir hier Christian Eichler von Nürnberg. Dann haben wir hier Oliver Barth von Freiburg. Andreas Beck von Hoffenheim. Wer kennt den noch? Andreas Beck. Der spielt ja auch schon lange nicht mehr. Also ich wüsste nicht, dass der noch spielt. Dann haben wir Pirmin Schwegler von Frankfurt. Dann haben wir hier Christoph Preuß von Frankfurt. Dann haben wir Martin Demichelis von Bayern München. Demichelis. Dann haben wir Logan Bailey von Gladbach. Dann haben wir Simon Rolfes von Leverkusen. Ist das, hä? Nee. Ich wollte gerade sagen, habe ich die verwechselt, aber ist schon richtig. Dann haben wir Marco Rus von Frankfurt. Dann haben wir hier Julian Schuster von Freiburg. Dann haben wir Oka Nikolov von Frankfurt. Dann haben wir hier Florian Heller von Mainz. Dann hätten wir hier Michael Forsell. Dann haben wir hier Franck Ribéry von den Bayern. Als nächstes haben wir hier Franco Zuccolini, ja moin, von Hoffenheim. Kenne ich gar nicht. Dann haben wir Ricardo Costa von Wolfsburg. Dann haben wir hier Tobias Levi, nee, Levels von Gladbach. Dann haben wir von Köln Fabrice Ehret. Oh, hier Naldo. Naldo von Werder Bremen. Dann haben wir Šešták von Bochum. Ach, Entschuldigung.
Dann haben wir hier Elkin Soto von Mainz 05. Alter. Dann haben wir hier Mondragon von Köln. Dann haben wir hier Juri Jutt von Nürnberg. Alter, was Spieler. Oh, hier Lukas Podolski. Lu, lu, lu. Lukas Podolski. Lu, lu, lu. Geil, das war die erste Tin hier. Also endet hier mit Lukas Podolski. Stark. So, die machen wir hier wieder rein. So. Oh, ah, egal. Ich hol die eh wieder raus irgendwann. Irgendwann. So, dann geht's hier weiter mit der nächsten Tin. Und zwar hier mit Schweini. So, öffnen wir die mal. Zup. Gut, schnell und unkonsequent. So, also, was ich noch mehr gefeiert hätte, wäre, wenn die unterschiedliche Farben gehabt hätten. Also, alles in Blau. Naja. Okay. Also, die sind alle gleich von außen, nur halt hier oben das Bild nicht. Sind verschiedene Spieler drauf. So, ich glaube, das ist die gleiche hier. Die gleiche Münze. Oder Chip, Spielchip. Ja. So. Oh, hier kommt Schweini. So, die lege ich nur einfach hier so drauf. Das ist schade, dass man jetzt direkt gesehen hat, wer drin ist. Die hätten es doch können so reinlegen. Wäre besser gewesen. Da hätte man nicht die Limi gesehen direkt. So, wartet mal. So. Weil ich muss sie wieder alle rumdrehen hier. Wie sieht denn die Karte hier aus? Ja, moin. Wie sieht die Karte hier aus? Da, schaut euch das hier an. Als Sammler, nicht schön. Oder ist das irgendwie vom Stanzen her? Ja, ist egal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So rum. So rum. Oh, da. Alles verkehrt herum. So, hier ist wieder die Spielregeln, brauche ich nicht. So. Wir fangen mit der Limi an. Wir haben sie ja schon gesehen. Und zwar hier Basti Fantasti Schweinsteiger. Limitierte Auflage, die LE1. Ja, moin. War die früher hier in der Tin drin, die LE1? Heute ist sie meistens in der im Starterpack. So, da haben wir hier das Werder Bremen Club Logo. Dann haben wir Alexander Klapp von Stuttgart als Starspieler. Ja. Ah. Jetzt sieht man's. Dann haben wir Starspieler vom HSV, Mladen Petric. Dann hätten wir hier von Köln Maniche oder Maniche. Als Matchwinner Maniche. Der Name sagt mir gar nichts mehr. Marcel Schäfer von Wolfsburg als Matchwinner. Dann haben wir hier Ivan Rakitic. Oh, von Schalke. Ja. Dann haben wir hier Hitzelsberger von Stuttgart. Spielt zwar jetzt nicht mehr dort, ist aber immer noch in Stuttgart. Dann haben wir hier Noweski von Mainz 05. Dann haben wir hier Martin Fenin von Frankfurt. Als nächstes haben wir hier Jan Rosenthal von Hannover 96. Dann haben wir hier Hasebe von Wolfsburg. Als nächstes haben wir hier Gerald Asamoah von Schalke. Und haben wir hier Luca Toni.
Den habe ich gefeiert damals. Luca Toni. Der war schon was Cooles. Und Roy Mackay damals. Oh. Haben wir ja David Jarolim vom Hamburger Sportverein. Dann haben wir hier René Adler von Leverkusen. Dann haben wir ja Julian Schuster von Freiburg. Dann haben wir wieder Oka Nikolov von Frankfurt. Dann haben wir Florian Heller von Mainz 05. Dann haben wir Michael Forsell von Hannover 96. Irgendwie tun die sich jetzt wiederholen. Dann haben wir ja wieder Ribery. Den hatten wir doch, glaube ich, vorhin in den anderen hin. Oh, ich habe irgendwas im Hals. Dann haben wir ja Tim Wiese, der Wrestler, ehemalige Wrestler. Was er jetzt macht, keine Ahnung. Vielleicht tut er irgendwann eine Kochshow machen, keine Ahnung. Pascal Bieler von Nürnberg. Dann haben wir ja Sebastian Kehl vom BVB. Als nächstes haben wir hier Marc Frey von Bochum. Dann hätten wir hier Wasowski von Frankfurt. Dann haben wir Naldo von Werder Bremen. Dann haben wir hier Stanislav Šešták von Bochum. Dann haben wir hier Elkin Soto von Mainz 05. Mondragon, den haben wir doch vorhin auch schon gehabt. Aus Köln. Dann haben wir Juri Jutt von Nürnberg. Ja, yeah, was soll denn das? Hier sind wir schon wieder. Hier ist wieder Podolski. Also, wenn sich in der dritten TIN das auch drin ist, dann schreibe ich mal Tops an. So. Diego Benaglio von Wolfsburg. Dann haben wir Didier Jaconan von Hannover 96. Dann haben wir Marcelo Moreno von Werder Bremen. Und dann haben wir hier Tobias Weiß von Hoffenheim als letzte Karte aus dieser TIN. Ja, ich bin mal gespannt, wenn sich jetzt hier in der anderen TIN, in der dritten, die gleichen Karten drin sind, also hier Lukas Podolski und so und Ribery. Wir werden es sehen. Dann gibt es Ansage an Tops Cover. So, das war die zweite TIN. Und dann öffnen wir direkt die dritte hier. Schuh. Gucken, ob sie offen ist. Jawohl. So. Auf damit hier. Jetzt bin ich gespannt. So, was könnte hier für eine Limit drin sein? Özil vielleicht. So. Ich will jetzt diesmal nicht sehen, wer als Dings drin ist. So, ich mache es jetzt so rum. Zack, wir haben es nicht gesehen. So, hier ist wieder dieser Spielchip. Genau die gleiche. So, was denn hier passiert? Ach, das ist die Pappe hier innen, wenn ich es nach unten. So, dann schauen wir mal, ob hier die gleichen Spieler drin sind. Die letzte TIN in diesem Video. So. Müssen wir kurz gucken hier. Alles wieder verdreht hier. Eieiei. So. Ist ja schlimm. So. Einmal. Das brauche ich nicht. So, dann schauen wir mal. So, das hier auch verdreht. Oh Mann.
So. Ich hab's gleich. So. Ah ja. So. Ah ja, das ist ja richtig alles verdreht hier. Das ist ja wirklich schlimm. Meine Fresse. So, die Limi verstecke ich hier ganz hin. Und wir beginnen hier mit dem Club-Logo vom VfL Bochum. Als nächstes hätten wir hier Ike Uzoma von Freiburg als Starspieler. Dann haben wir hier Club 100. Jusip Simunic von Hoffenheim. Also diese Club 100, die, ich weiß, die gefallen mir nicht so. Dann haben wir hier Matchwinner Ibisevic von Hoffenheim. Ja. Dann hätten wir hier von Freiburg Felix Bastians. Dann haben wir hier Baljak oder ich weiß nicht, von Mainz. Baljak. Da haben wir das Andreas Ibertsberger von Hoffenheim. Dann haben wir Karim Hakui. Hakui von Hannover 96. Dann haben wir Konstantin Rausch von Hannover 96. Ach Gott, Edson Brafheit von den Münchnern hier. Ist ja später nach Hoffenheim gewechselt. Naja, also ich hätte ihn damals nicht nach Bayern geholt. Da waren ja damals noch zwei, drei Spieler, wo ich auch den Kopf geschüttelt habe, warum man den die holen konnte. Vielleicht sind sie kommen die ja noch, ich weiß nicht. Dennis Aogo von HSV. Dann haben wir hier Dimitar Rangelov von Dortmund. Oh, hier haben wir Hans-Jörg Butt von den Bayern. Butt. So. Dann haben wir hier Bordon von Schalke. Oh, hier Rafinha. Geil. Auch noch bei Schalke hier. Später zu den Bayern. Oh, hier, die Legende. Philipp Lahm. Oh. Dann haben wir hier Jonathan Santana von Wolfsburg. Dann haben wir hier Lennart Hartmann von Hertha. Dann haben wir hier Mohamed Zidane von BVB. Dann haben wir Khalid Boularouche von Stuttgart. Dann haben wir hier Jonathan Pitroipa von HSV. Dann hätten wir hier von Werder Bremen Peter Niemeyer. Dann haben wir hier Markus Steinhöfer von Frankfurt. Dann haben wir hier Christoph Dabrowski von Bochum. Dann haben wir Jermaine Jones von Schalke. Oh, hier Dante. Dante von Gladbach hier damals. Und dann später bei den Bayern. Hier haben wir Per Kluge von Nürnberg. Dann haben wir Aaron Hunt von Werder Bremen. Dann haben wir Daniel Imhoff von Bochum. Oh, hier Grafite. Grafite, wer kennt den noch? Der hat ein geiles Tor gemacht gegen die Bayern. Das war mal ein Stürmer. Junge. Dann haben wir hier Luis Holtby von Schalke 04. Dann haben wir hier Mensur Muitzer. Ach Gott. Keine Ahnung, von Freiburg. Oh, Marc van Bommel hier. Also wenn ich diese Karten sehe. Von Bayern.
So, dann haben wir Marc Ferzel von Bochum. Und ich hab's gewusst, limitierte Karte von Dante. Ich wusste es zwar nicht, aber ich kann es mir irgendwie denken. Das ist die LE3. Ja, das waren diese drei Tints hier. Also ich finde die richtig geil. Ich habe auch noch, ich glaube, zwei, drei Multipacks aus dieser Serie. So, wie gesagt, falls einer von euch weiß, wo ich das Starterpack irgendwie noch günstig herbekomme, schreibt es mir in die Kommis. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lasst kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.